Hallo Leute, was geht? Ja, heute mal nicht auf der Brixton, heute mal in der Werkstatt. Um was geht's genau? Es geht genau um das hier. Freenet Funk. Was ist Freenet Funk? Für was nutzt man's? Das alles nach dem Intro. Okay, also Freenet Funk. Freenet Funk, oder wie es auf der Karte drauf steht, fühle den Funk. Warum er jetzt den Funk fühlen soll, sei erstmal dahingestellt. Es geht auf jeden Fall um eine Mobilkarte, wo man entweder unbegrenztes Datenvolumen hat oder eben sich das Ganze auf 1 Gigabyte begrenzen könnte. So, ist wahrscheinlich eine super Sache, gerade wenn man Kinder hat, die da schnell mal um die Ecke kommen und sagen, Papa, Mama, ich habe schon wieder meinen Traffic aufgebraucht und ich könnte da mal noch ein bisschen gebrauchen. So, weil heutzutage ist ja meistens so, hat man so 3 GB, 5 GB, manchmal 10 oder 16 GB Traffic, aber die Karten sind natürlich auch alle ordentlich teuer. So, ich mache jetzt mal ganz kurz hier hinten mal die Maschine aus, damit es ein bisschen leiser hier wird. So, jups, ja, schon besser, wir wollen ja auch ein bisschen Strom sparen. Ja, also ich habe das Ganze mal bestellt, kann man direkt so bei Freenet Funk in Google mal eingeben, kann man sich da so eine Karte bestellen und kann das Ganze mal testen. Ich selber wollte es testen, um mit der GoPro live online gehen zu können. Manchmal ist es ja so, dass man sagt, okay, man ist irgendwo und will das live senden. Da sind natürlich 5 GB Traffic, sind natürlich ruckzuck weg. Aber wenn mir natürlich Freenet Funk anbietet, ein unbegrenztes Datenvolumen zu haben, das ist ja wichtig, dann ist das natürlich okay. Und wenn ich das natürlich weiß, dass ich das jetzt brauche, weil ich live gebe und dafür 99 Cent bezahlen soll, damit ich unbegrenzt Datenvolumen habe, dann ist das, denke ich mal, okay. Gut, wir wissen also jetzt, was Freenet Funk erstmal ist. Wir wissen, dass es eine mobile Karte ist, also wie ein ganz normaler Tarif eben. Aber eben, wir haben keine Vertragsbindung, gar nichts. So, also wir können heute sagen, okay, wir wollen es haben. Und morgen können wir sagen, ach nö, Schluss, interessiert mich dann doch nicht. Das ist, meiner Meinung nach, das ist eine feine Geschichte. Wenn alles stimmt, und dazu kommen wir nämlich jetzt mal. Also welche Tarife gibt es? Fangen wir erstmal damit an. Es gibt einen 1 GB Tarif. Da habe ich pro Tag 1 GB, also in Traffic, und bezahle dafür 69 Cent pro Tag. Es gibt unbegrenzt Datenvolumen, so, wo ich zum Beispiel sagen kann, okay, ich brauche jetzt 10 GB, 20, ach, einfach unbegrenzt, so Schluss, kostet 99 Cent. So, was ist das dritte? Das dritte ist, dass ich das Ganze pausieren kann. Pausieren in welchem Sinne? Ich sage jetzt zum Beispiel, ich fahre in Urlaub irgendwo ins Ausland oder sonst irgendwo hin und ich sage, ich brauche das jetzt für die nächsten 10, 12, 14 Tage, brauche ich das nicht. Dann gehe ich einfach auf Pausieren und damit entstehen mir auch keinerlei Kosten. Das Ganze mit dem Pausieren ist so, dass man das 30 Tage im Jahr machen kann. Und für jeden weiteren Tag, wenn ich jetzt sage, okay, ich muss eben mal 60 Tage pausieren, bezahle ich für jeden weiteren Tag, bezahle ich 29 Cent. Das ist so eine Art Strafgebühr. So. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal sagt, man will das Ganze mal ein halbes Jahr nicht nutzen oder sowas, fallen trotzdem jeden Tag diese 29 Cent an. Bedeutet summa summarum, so bei 30 Tagen müssten das 8,70 Euro sein pro Monat, die dann trotzdem anfallen. Das sollte man natürlich wissen. So, wie stellt man das Ganze ein? Dazu gibt es eine super App. Ich mach mal kurz mein Telefon an. Na komm. Jups. So, die sieht dann, wo haben wir die Kamera? Da oben haben wir sie ja. Die sieht dann so aus. Ich habe jetzt mal oben die Telefonnummer zugeklebt. So, da kann man dann hier oben einstellen, 1 GB oder unlimitiert. So, kann man alles problemlos einstellen. Wie gesagt, die App kann man sich runterziehen. Dort wird auch am Anfang alles eingerichtet, also vom Name bis sonst irgendwohin von euch, von der Telefonnummer. Das ist auch wirklich kinderleicht gemacht, also das schafft jeder Anfänger.
Ist eine feine Geschichte. Was es aber ist, es ist eher die Netzabdeckung, die mir da noch Sorgen macht. So, das Ganze funktioniert über Telefonica, LTE. Das LTE mit bis zu 225 Megabit pro Sekunde jetzt im 1 Gigabyte Tarif oder in den unlimitierten Tarif ist ja in Ordnung. So, das LTE ist ja so ein bisschen der Nachfolger vom 3G, 3G, 4G. Aber leider Gottes muss man eben sagen, Telefonica als Netz, auch wenn es so schön beworben wird, ist noch nicht überall verfügbar. Also ich wohne hier in einer ländlichen Gegend. Bei uns zum Beispiel habe ich hier erst einmal gar kein Netz. Überhaupt keins. Dadurch, dass ich weiß aber, dass ich die Karte mehr außerhalb nutze oder jetzt auf dem Motorrad, wenn ich mit der Brixton unterwegs bin oder sonst irgendwas. Also sobald ich hier bei uns aus dem Dorf rausfahre, habe ich volles Netz. So, das muss man natürlich wissen, das muss man auch vorneweg einplanen. Ich kann zwar, also wenn ich sage, ich habe hier gar kein Netz, ich kann zwar angerufen werden, also das geht, also so ein Balken habe ich, aber ich kann da jetzt nicht groß Internetsprünge machen, weil da habe ich so ein Megabyte oder 2 Megabyte maximal oder Megabit pro Sekunde, so, also das, dafür ist es einfach nicht gedacht. So, aber wenn ich raus bin aus dem Dorf, kein Problem, funktioniert. Ja, was ist das nächste, was interessant ist? So, dass ich täglich kündigen kann, haben wir gesagt. Wir haben gesagt, dass wir es pausieren können, haben wir auch gesagt. So, Negativsache ist diese sogenannte Netzabdeckung. Vorher wieder schlau machen, wie es bei euch aussieht mit der Netzabdeckung. Telefonica, So, das nächste Negative, was mir selber, was mich persönlich stört, aber wirklich stört, das ist die Werbung, die gemacht wird, dass man täglich wählen kann. Also, ich kann täglich auswählen, laut Werbung, ob ich den 99 Cent Tarif mit unlimitiert oder den 69 Cent Tarif mit 1 GB Traffic haben möchte. So wird es zumindest beworben. Oder ob ich eben sage, okay, ich möchte eben pausieren. Das ist aber nicht so. Das ist schon, wenn man die Karte bekommt. Die 10 Euro, die man für die Karte, für das einmalige Einrichten bezahlt, die habe ich noch gar nicht erwähnt. Das kommt noch dazu. Das ist in Ordnung. Aber dann denkt man ja, oh, jetzt geht's los. Ich habe die Karte gekriegt. Ich kann jetzt loslegen. Nein. Erstens, ihr braucht ein PayPal-Konto. Das ist sowieso schon mal Voraussetzung. Und da wird erst am nächsten Tag wird erst abgebucht. Weil ich nämlich, ich habe die tägliche Wahl. Die tägliche Wahl, mir zu überlegen, was ich am nächsten Tag tue. Hab ich. Im nächsten Tag die 99 Cent haben will oder die 69, also 1 Gigabyte oder unlimitiert. So, ich muss mich also immer grundsätzlich einen Tag vorneweg entscheiden. Und das ist das, was mich wirklich enorm stört. Wenn ich jetzt, ich sage jetzt, ich bin jetzt gerade unterwegs und habe gestern gewählt den 69 Cent Tarif mit 1 Gigabyte Treffen. So, und jetzt habe ich aber mit dem Motorrad festgestellt, Mann, das Wetter ist schön. Super, wir könnten heute mal noch eine Runde live gehen oder mal ein bisschen mehr. Brauche ich ein bisschen mehr Internet oder sonst irgendwas, weil ich eben unterwegs bin. Und ich möchte es doch unlimitiert haben. Ja, dann kann ich das zwar anklicken, aber das gilt dann erst für den nächsten Tag. Das ist ein Problem. Also das ist das, was mich persönlich total stört. Wenn ich nicht am gleichen Tag auswählen kann, ob ich die 99 Cent oder die 69 habe, das ist doof. Das ist echt blöd. Also das für einen Tag vorneweg zu entscheiden, ist kompliziert. Also ich bin grundsätzlich erst einmal immer bei den 99 Cent, weil ich ja nicht weiß, was morgen ist. Ja. Damit habe ich natürlich dann auch 30 Euro pro Monat. Das muss man sich natürlich überlegen. Gut, gehe ich jetzt zu U2 oder Vodafone oder sonst irgendwo woanders hin und suche mir einen unlimitierten Tarif raus. Also unter 30 Euro mit dieser Bandbreite kriegst du nicht. Also ich habe zumindest noch nichts gefunden, man kann dich eines Besseren belehren. Kann man auch gerne mal unten unter die Kommentare schreiben, unten reinschreiben. So, aber ich habe da noch nichts gefunden, was da jetzt irgendwie preiswerter wäre. So, also das ist das, was mich auf jeden Fall stört, dass ich nur die Auswahl für den nächsten Tag habe. Ja, was gab's sonst noch Schönes? Ja, wie gesagt, ich nutze das Ganze in so einem kleinen mobilen Router.
So kann ich die Karte reinmachen, habe meine Ruhe. So kann das Ding irgendwo einstecken in die Hosentasche oder sonst irgendwas. Wenn ich auf dem Motorrad unterwegs bin, kann ich es hinten in den Rucksack schmeißen. So kann die GoPro darüber ansteuern und habe meine Ruhe und kann live gehen unterwegs, wenn ich bin. Oder ich kann jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt mal, wie man es ja vielleicht unten auf meinem Kanal gesehen hat, auch mal an so einem Montagsspaziergang mit teilnehme, kann ich das eben live übertragen. So, ansonsten nutze ich es wie gesagt auch gerne in den alten iPhone. So, das ist jetzt ein älteres Modell, das ist ein iPhone 5. So, hat aber die Möglichkeit, einen persönlichen Hotspot einzurichten. Dort auch hervorragend geeignet. Ich finde sogar, das iPhone finde ich sogar noch besser, weil ich festgestellt habe, gegenüber diesem mobilen Router, dass da zwar Antennenanschlüsse extra dran sind, nochmal, hat man hier so zwei solche Antennenanschlüsse, in rechts, in links. Aber die Antenne da drinnen nicht ganz so gut ist. Ja, also da habe ich hier mit einem mobilen alten Handy habe ich da einen besseren Empfang. Ist egal, wo ich hinfahre, damit habe ich einfach einen besseren Empfang. Und so ein altes iPhone 5 oder iPhone 6, das kriegst du ja heutzutage schon nachher geschmissen in eBay Kleinanzeigen. So, also summa summarum, Freenet Funk, fühle den Funk. Ich habe mich schon gefühlt mehrfach. Braucht man es nicht. Das Fazit von meiner Seite her ist, wenn man einen unlimitierten Tarif haben möchte, ohne unheimlich teure Kosten, ohne eine große Vertragsbindung, so ohne dass man jetzt sagt, okay, ich muss unbedingt ein Handy noch dazu nehmen oder ich muss unbedingt noch irgendwas anderes dazu nehmen oder sonst irgendwas, dann ist das eine super Alternative. Für Kids jeden Alters finde ich sowieso eine super Sache, zumal man da wirklich auch als Elternteil wirklich entscheiden kann, was oft das 1 GB, das reicht. So. Und gut, wir fahren jetzt in den Urlaub morgen oder sonst irgendwas, da können wir mal auf 99 Cent Tarif schalten, dann hast du eben im Urlaub volles Internet. So, weil sonst sitzen ja die Kids zu Hause und haben dann ihr DSL oder was auch immer. Also denke ich mal, ist das okay. Und mit diesem Pausieren und dieser Strafe von 29 Cent, gut, wenn wir es mal hochrechnen, mal wirklich sagen, das sind 8,70 €, die man dann Strafe bezahlt. Ich kenne jetzt nie irgendwo einen Tarif oder sonst irgendwas, wo ich trotzdem erreichbar bin, telefonieren kann, trotzdem ein Grund-Internet habe und das Ganze für 8,70 €. Ich glaube, das Billigste sind, glaube ich, auch 9,99 € oder sowas. Ist, glaube ich, das Billigste bei 1 und 1, was ich da so kenne. Wenn ich jetzt mit 1 GB Traffic nehme, sind das die 69 Cent. Da sind wir dann so bei 20,70 € sind wir dann. Da würde ich sagen, okay, gibt es heutzutage schon andere Tarife. Da habe ich dann schon 3 GB bis 5 GB für das gleiche Geld. Also das sollte man sich dann auch überlegen. Aber definitiv kriege ich für 30 € für die 99 Cent pro Tag kriege ich kein unlimitiertes Internet. Also Fazit von mir. Wer es braucht, gerade fürs Mobilgehen, für viel Internet, viel Surfen oder sonst irgendwas unterwegs, super Geschichte. Muss ich sagen, mit diesen täglichen habe ich gesagt, vielleicht macht dort irgendwann Freenet Funk selbst mal was, dass die dort sagen, okay, man kann es direkt auswählen oder was auch immer, so dass ich eben mit, was weiß ich, einer halben Stunde begrenze. Dass ich jetzt zum Beispiel sage, okay, das sind im 99 Cent Tarif, ich drücke jetzt drauf und sage, ich brauche es doch unlimitiert heute. Gut, dann werden noch die paar Cent dann, die dann noch fehlen von der 69 zu 99 Cent, werden dann eben noch nachträglich vom PayPal-Konto abgebucht. So, aber ich bin einfach nur flexibel. So, und die Karte soll eine flexible Karte sein. Frei, flexibel, dann müsste es aber auch so sein. Also das ist das, was ich sagen muss dazu. Ansonsten bin ich zufrieden. Netzabdeckung, wie gesagt, prüft es vorneweg, aber ansonsten feine Geschichte. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich euch einen kurzen Einblick geben konnte von Freenet Funk, wie ich es nutze, für was ich es nutze und was ich davon halte. Ihr könnt euch das jetzt selber im Internet nochmal angucken. Wie gesagt, es steht dann auch alles so im Internet, wenn ihr die Karten so kriegt, steht auch alles wirklich drauf. Also das ist wirklich Kinderspiel. So, ihr habt dann auch hier übrigens nochmal so die Kartenwahl. So, also was ihr da so, je nachdem was ihr für einen Adapter braucht, ist alles mit dazu.
probiert's aus, holt's euch oder holt's nicht. So, ansonsten kann ich euch nur sagen, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. So, also bei uns ist heute Sonntag. Ich wünsche euch was. So, in aller Frische, bis zum nächsten Mal. Vielleicht bin ich dann wieder mal mit freenet.mobil unterwegs. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat oder euch das Video etwas weiterhilft bei eurer Entscheidung, dann lasst einen Daumen da. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Bye bye, The Workshop Gang.